Morgen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Indiana Jones der Abenteuer oder Captain America. Und heute ist Freitag früh. Es ist neblig, es ist kalt, es ist 2 Grad. Und viele von euch haben ein Problem, ein Auto ist quietscht. Da habt ihr auch schon viel gehört von Arbeit. Also, oder wenn die Arbeiter, Kollegen zu den Autos gehen, fangen welche Motoren einfach an zu quietschen an. Und ich weiß, was es hilft. Denn durch diese Temperaturen, 2 Grad, Kälte, Winterzeit, Kälte, fängt bei meinem Motor auch an, jetzt zusammen zu quietschen an. Warum? Naja, Winter. Wie hat immer Werkstatt gesagt, das ist einfach die Witterungsverhältnisse und da gibt es einfach ein Mittel, ein Sekundenspray oder WT40 nenne ich. Spritzt man einfach auf einen Kallriemen und dann geht's wieder. Manchmal ist das ein Kallriemen oder Spannrollen oder Zwischengeräte, das ist so ein Quietschenversuch da vorne, Quietschen, Schleifen und sowas. Nur bei Kälte. Das tust du draufsprühen, danach ist es weg und kommt erst wieder nach 8 Stunden, wenn das Auto abgestanden ist und wieder kalt ist. Und ja. Ansonsten, wenn es wieder wärmer ist, wenn es 18 Grad ist, ist es wieder weg. Das ist nur bei Kälte. Es ist normal, das ist Winterzeit, Kältezeit. Kallriemen halten eigentlichweise, ich glaube, so 8 Jahre bis 10 Jahre. Dann fangen sie an, bei Kälte zu quietschen. Aber man kann selber gucken, ob alles okay ist. Einfach gucken, ob das Spannrohr, dein Kallriemen. Also Kallriemen treibt deine Generator an. Der Generator, Stromerzeuger, ist das Lichtmaschine. Dann die Klimaanlage, die Servolenkung. Ja. Der Zahnriemen ist was anderes. Zahnriemen ist ja was zum Motor, das Ding. Weil der hat kein Zahn und der hat eine Steuerkette. Viele Autos haben eine Steuerkette. Aber der Kallriemen ist halt eine. So ein Kallriemen kann zu wechseln, kann bis zu 20 bis 200 Euro kosten. Nach kommen wir drauf an, wie der aufwendig ist, wie der Motor verbaut ist, wie man rankommt. Das ist einfach nur abziehen, draufziehen. Aber es gibt auch andere Teile, die verschleißen können am Kallriemen. Die Spannrollen, die das Kallriemen spannen, dass das Ding bleibt. Oder die Nebenaggregate, wie Lichtmaschine, Klimaanlage oder Servolenkung, dass diese Kugellager drin schleift. Kann Verschleiß kommen, aber das kommt nur, wenn es andersfalls. Also wenn es wärmer ist und das Quietschen bleibt. Also wenn er drauf sprüht und es hält nur 3 oder 10 Minuten, dann kommt es wieder, dann ist was verschlissen. Aber wenn es nicht kommt, erst wieder, wenn er rumfährt, erst wieder, wenn das Auto gestanden hat und dann, wenn es gestanden hat, ungefähr 7 Stunden gestanden hat und dann wieder kommt, dann ist es noch Kälte, das Winterung. Ja, ich weiß, irgendwas hat die Werkstatt genommen, danach war es weg. Nach meinem Rehwildunfall hat es auch gehabt, was ist das? Hat er was reingesprüht, hat gesagt, das ist Witterungs. Hier, Witterung. Und Internet steht drauf, WT40, man soll einen Sekundenspray nehmen. Ich habe einfach WT40 genommen, das könnt ihr sehen. Das kriegt man überall bei Norma und sowas oder Ding, ein Angebot, kostet viel, es ist ein, ja, beseitigt schmieren und schützt und sowas, es ist mehr Sachen drauf. Ja, man kann ja auch prüfen, ob der Kallriemen, ob der Risse hat oder ob der Kallriemen locker ist. Wenn er locker ist, ist er ausgeleiert, oder spannt man. Wenn der Risse hat, dann ist er verschlissen. Dann ist kurz vor dem Reißen, müsst ihr wechseln. Aber wenn eine Spannrolle, wo das Kallriemen spannt, kaputt ist, das Kugellager, dann kann es mehr kosten, Aufwendigkeit und sowas. Passiert, ist nur mal Verschleiß. Irgendwann geht alles kaputt, Kugellager kommt kaputt mal, das ist normal. Aber das glaube ich sofort bei meinem Auto nicht. Das ist ja ein BMW. Also ich nenne das Auto King Alex BMW. Aber es ist ein BMW X3 320D E90 mit M-Paket, Sportpaket, Alcantara Leder, Limousine, war 2010, 190 PS Diesel Turbomaschine, Allrad, ein geiles Allrad mit X-Drive, ja, und sportliche Ausstattung. Ja, und hat schon 250.000 Gewehr drauf. Aber es ist schon vieles gemacht worden. Also, durch den TÜV
war das erste gekommen und da ist gut, also. Also, ist nicht normal. Alles verschleißt. Aber ich zeige euch heute mal, wie man sowas verprüfen kann und wie man das wegmacht, so quietschen. Und morgen am Samstag will ich aber hingehen und will dann das Einversprochen hat, die dann grüßen. Heute noch nicht, weil es einfach nur spontan ist jetzt. Ich muss dann wieder weitergehen, muss was essen und dann zur Arbeit gehen. Aber trotzdem wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende, die Wochenende haben. Ich noch nicht, erst später. Dann wünsche ich noch ein schönes viertes Adventwochenende, viertes Advent. Am Sonntag ist vierter Advent. Und schön, wünsche ich euch allen noch eine schöne Winterzeit, schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit. Ja. Und viel Spaß am Film. Danke fürs Anschauen. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr bitte liken. So, Film ab und Action! Let's go! Dann zeige ich euch das. Und das ist ein Karim. Und das sind die Nebelgerade. Der Karim treibt die Nebelgerade an, Stromgenerator. Lichtmaschine ist der Stromregulator, Klimaanlage, Servolenkung und das da sind die Spannrollen, die das, den Keilriemen hier spannen. Also das ist ein, ja. Und der Keilriemen hält eigentlich, weiß ich, so 8 Jahre, 10 Jahre. Wenn die alt sind, können sie bei Winter, wenn es kalt ist, anfangen zu quietschen. Und ich nehme einfach ja, wenn der Keilriemen. Und Keilriemen kostet, kommt drauf auch, kann bis zu 80 bis 200 Euro kosten, so ein Austausch von Keilriemen. Und der ist einfach nur runterziehen und wieder draufziehen. Wenn diese Spannrolle kaputt sind, die können ja kaputt sein, da drin ist ein Kugellager, das macht auch Schleifgeräusche, dann ist es kostet mehr. Muss wirklich aufwendiger sein. Da stand jetzt mein Motor. So. Das kann jetzt von der Kalrien kommen oder von der Spannrolle. Wir haben 2 Grad, es ist kalt und es kommt über Kälte auf. Und da hat man die Rechnung gesagt, da sind ja schon auch drin, man kann da einfach einen Sekund nehmen, also ich nehme das WD40, recycelt quietschen, für deine Feuchtigkeit. Es kann der Fall, dass es von Kalrien Feuchtigkeit kommt, kann es ja quietschen, oder das ist halt die Kälte. Weil damit ist es nicht. Kann man auch eine Spannrolle machen? Oder auch eine? Ja, ich habe jetzt die 40, völlig gemacht.
gefallen, dass es uns Witterung und das alles bietet. Das läuft wieder einwandfrei. Und das hält lange? Naja, solange ich jetzt rumfahre, hält das. So 8 Stunden. Nach 8 Stunden noch. Und nach 7 Stunden kommt es wieder durch die Kälte. Ist da wieder Feuchtigkeit drin. Diese Zeit, weil es kalt ist. Wie gesagt, eine ist das, hat immer damit recht, gesagt, das ist die. Witterung, Kälte in 2,5 Grad und da weiß man nicht, ja, ich tue es einfach überprüfen, wenn es die Spannrolle, man kann ja überprüfen, Zahnriemen, ob da, ja, ob da rissig ist, weil läuft. Wenn der Motor kalt ist, Winterzeit 2,5 Grad, kann immer so ein Quietschen vorkommen. Es hält dann ungefähr 8 Stunden. Also jedenfalls rumfahren kann man mit, hält. Und das habe ich genommen, WT40. An einem Sekundensprich mit WT40. Es reicht. Nur darauf spülen. Also man muss einfach nur auf das Ding drauf sprühen. So. Ich habe einfach jetzt nur da drauf gesprüht. Wahrscheinlich ist. Man kann da prüfen, ob. Also, wenn es dauerhaft ist, das ist nur, wenn man da drauf sprüht und nach 30 Minuten oder 20 Minuten kommt es wieder, dann muss man den Keilriemen erneuern oder. Naja, oder das Spannrolle oder. Nehmen wir gerade, wo halt kaputt ist, defekt ist. Man kann es ja prüfen, wenn man einen Kahlriemen drauf drückt und der ist fest, nicht locker, dann ist es okay. Und wenn er nicht brüchig ist, ist es auch nicht, ist auch okay. Ich weiß. Schaut aber nicht so pervers aus, das schaut auch noch okay aus. Da kann man ja aussehen. Schaut noch okay aus. Wenn nicht, einfach zur Werkstatt gehen und fragen, was da los ist. Ist es der Kahlriemen? Oder die Spannrolle? Oder der Zwischenlager? Oder ist es einfach nur Witterung?
So. Lass mal Stoppel starten. Wenn wir starten, ist es wieder weg. Hier weg. Hat man nichts mehr.
auch keine Schleifen machen. Weil es so lange kalt ist, habe ich deswegen dann neben dran so einfach in Beifahrertour das Ding mit der 40 und springe rein und mache es weg. Für die nächste Zeit, also ins Auto abstelle und nach 7 Stunden wieder hingehe, dann ist es wieder da. Oder am nächsten Tag oder nach der Arbeit. Ja, es ist kalt. Witterung, keine Ahnung. Metall kann sich ja bei Kälte zusammen und aus, keine Ahnung. Aber ich frage euch, was kann man im Hintergrund so laut hören? Ganz einfach. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, weil man gerade dicken Nebel hat, aber das ist die Autobahn. Autobahn. Ja, Autobahn. Die Autobahn A7. Bei Rasaka sind wir hier. Ja. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mit Daumen hoch machen. Ich würde es mir freuen, denn gerade ist es einfach nur ein Hobbykanal, den ich Freizeit mache. Damit verdiene ich kein Geld, ist einfach nur zum Spaß halber. Also so ein Hobby, um euch die schöne Welt zu zeigen, also da Tipps zu geben und so weiter. Ja. Ich habe abwechslungsreiche Themen, weil ich mich für alles interessiere. Und alles Spaß macht und sowas. Und das zu filmen und fotografieren macht extrem sehr viel Spaß. Darum mache ich das. Aber ihr wundert euch, warum YouTuber-Kommentare weg sind. Ihr wisst, es gibt ja Trolle. Böse Menschen, die sind vielleicht neben guten rohe Tiere oder sonst was, aber ihre andere Identität geht in den Inhalt und tun halt träumen und Aufmerksamkeit zu machen und sich bewundern zu können und keine Ahnung. Habe ich erst heute bei South Park gesehen, Comedy Central, mit Träumen. So ist es ja wirklich, aber egal. Kommentar deaktiviert, haben wir uns das gespart. Ihr könnt offen schreiben, kommentieren auf Instagram. Ihr könnt mir folgen auf Instagram, Jana Jones, der andere. Ihr könnt mir folgen auf TikTok, Justus, der andere. Oder mich abonnieren auf YouTube als Jana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Das ist mein YouTube-Kanal. Und Justus König, das bin ich. Der Abenteurer. Ja. Und einen Tipp gebe ich euch allen noch. Tut euer Handy sichern. Wie sichern? Ganz einfach. Was macht ihr, wenn ihr euer Handy verloren habt? Der andere und ihr habt sich gesichert. Sichern? Naja, ich meine sichern, man kann mit dem Handy, beispielsweise mein Handy, kann man mit Daumendruck sichern, also du kannst deinen Tastenbildschirm, klar, SIM-Karte ist so, hat einen Code, aber für Tastenbildschirm kannst du vier Sachen benutzen, um eine Sperre zu machen. Also wenn du es verloren hast oder am Windows, hast kein A drauf, dann kannst du erstmal ein Zeichen machen. Du kannst von mir aus ein Kreuz machen, ein Dreieck, dieses Taschenpilzzeichen, das so. Was reicht euch aus? Was noch? Dauerdruck. Okay. Ist noch gut. Dauerdruck. Gesichtserkennung. Auch noch okay. Gut. Plus, wenn ihr euer Gesicht nicht erkennt wird oder Dauerdruck nicht stimmt, nicht euch das dann bestätigen lassen, sondern ein PIN-Code. Ein PIN-Code. Genau. Ein PIN-Code. Und das so sichern, wenn einer das Handy findet würde oder klauen würde und mit euer PIN-Code drauf machen wollen, gibt es ja 5 Versuche. Das kann man einstellen. Nach 15 Versuche wird das Handy resettet. Heißt, alles gelöscht und neu gestartet. Heißt, es wie alle Daten, alles, was abgespeichert ist, weg. Das Handy ist wie neu.
damit kann nichts anfangen. Und falls es ein ehrlicher Finder ist und macht dann die Taschenbeere, geht da hin auf die Taschenbeere so machen, euer Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder was hinterlegen, dass er euch dann benachrichtigen kann. Ehrlicher Finder. Aber wenn ein böser Finder gibt, dann ist es besser, wenn ihr so Taschenbeere drin habt. Dann kann er nichts machen, das Handy ist auch gelöscht und nicht eure Daten. Er hat vielleicht wieder ein neues Handy, aber die Handys sind dann registriert, müsst ihr Polizei melden und ja. Klar. Ich sag's nur bloß als Tipp, ich gebe auch Tipps. Und ich weiß, Corona ist scheiße. Schweine oder sonst was. Aber lasst euch nicht unterkriegen. Es kommen ja bessere Zeiten. Heute haben wir Nebel. Ihr habt nichts gesehen, es hat ein bisschen gewackelt. Ja, ich wollte andere Haltung genommen. Sie hat dann gewackelt, aber naja. Nur was anderes. Und ja. Ich gehe dann noch weiter, muss dann noch was essen und dann arbeiten gehen. Dass ich dann schwer ins Wochenende gehen kann. Ja. Ja, ich finde es auch scheiße, dass man kein Silvester dieses Mal feiern kann mit Feuerwerk. Fand ich mal schön, was soll ich machen. Es kommt immer bessere Zeiten, hoffen wir es mal. Ja. Justus oben aus, auf Wiedersehen. Bernd zu treffen wieder, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal, euer Justus, der Abenteurer. Ciao, ciao. Und das Video habe ich für alle gemacht. Von 0, von Alter 0 bis Alter über 100. Egal, wer zuschaut. Ich mache Videos für alle Zuschauer. Nicht für eine bestimmte Gruppe, meine Altersgruppe oder sonst was, sondern für alle. Dass alle geeignet ist, von jung bis alt. Deswegen passt auch die Musik auf und deswegen auch nur bestimmte Wörter gesagt. Was halt nicht alles, was auch hier ist. Ja. Dass das Kinder angucken können, dass ältere Leute angucken können, die 80 sind oder sowas, keine Ahnung. Ich gebe mir Mühe und mache, weil es mir Spaß macht. Ich muss nichts erreichen, ich brauche keine Likes, ich brauche keine Zuschauer und sonst was. Als andere, also auf YouTube sehe ich sonst was, die einfach nur alles nur Video oder TikTok machen, nur Likes sind alles bekommen. Ich mache es einfach, weil es ein Herz kommt und mir Spaß macht. Das ist mein Ziel. Das macht mir Spaß. Fertig. Das ist halt meine Freizeitbeschäftigung, was mir Spaß macht. Dafür zocke ich nicht. Bin lieber sowas, mach das unterwegs. Guck die Welt an. Wenn es sowas nicht geben würde, hätte ich einfach nur fotografiert, Bilder gemacht und die dann einfach gepostet. Oder wenn du sie posten könntest, ausgedrückt für dein Fotoalbum. Wie früher es war. Oder sowas. Ja. Das ist over and out. Und ich fahre gerne mit Autos. Fahrzeug. Aber wenn das wieder wärmer wird, kommt mir Videos mit meinem Quad und mit meinem Roller. Dann sammelt nur unterwegs wieder. Und ich bin gerne unterwegs in der Fränkischen Schweiz. Die ist wunderschön zu wandern und nicht weit entfernt. Ist es zwischen Coburg? Nein. Nee, zwischen Bamberg und Nürnberg. 100 Kilometer von Wittmöchstickern entfernt. Ja. Und ja, am Wochenende, wo ich war, Sonntag, da oben in der Rhön, das ist die höchste Erhebung, der höchste Berg mit 150 Meter, die Zugspitze, war voll viel Schnee. Es war so viel Schnee, dass man fast nichts gesehen hat. Durch den Regen, es hat doch gleich genieselt. Aber es war so, ich habe gedacht, ich habe Bilder gesehen, vorher auf Insta, auf Google geguckt, aktuell Bilder Schnee. Da fahren wir hin und unten grün, ne? Doch, aber wir zweifeln, dann haben wir noch schönen Schnee. Aber der Regen, nass und das hat die Tomaten schnell durchgeweicht, sonst wäre ich am liebsten länger geblieben. Ja, besser ging es damit zu filmen nicht. Ein Handy kann ich ja nicht benutzen, denn das geht ja schnell kaputt durch die Nässe. Aber die GoPro ist ja wasserdicht, deswegen habe ich GoPro benutzt, aber besser ging es ja nicht. Die GoPro hat ja keinen Wischer, es war schön, aber das Wetter war, wenn es kein Regen wäre, wäre es super gewesen. Wenn wir länger filmen können, hätte ich auch mit der Karte mit dem Handy machen können, besser Bilder machen können und all das. Leider war es nicht so, aber viel los oben. Und Parkplatz kostet 2 Euro, egal wie lange du bleibst. 2 Euro kostet den ganzen Tag und es gibt nur 2 Euro. Es gibt nur ein Ticket vom Parkplatz für 2 Euro und du musst nur echt einen Glückssack dazu bekommen. Und am Sonntag und am Samstag, der See war sehr interessant, das war der Sebastian. Ein Kumpel seit dem See hinzufahren, da leer gepumpt ist, hat er auch ein kleines Blödleck gesehen, wo auf dem Grund lag und sowas. Anzuschauen und dann, ich habe gesagt, dass wir eine Kirche ist hinten in Miltenberg, die ist wunderschön,
Ruine, habe ich bei Google Maps entdeckt, neuer Eintrag. Sind wir hingegangen, die war auch wirklich schön, nachts, weil die gruselig ist. Vorher haben uns wirklich gesagt, wenn wir ran können, kam mich runter und gefragt, gibt es da zur Kirche? Und sagt ja, aber was wollt ihr da? Ihr wollt keine Geister finden. Ich weiß ja nicht, wie die gekommen sind auf Geister und Geistersuchen. Wir wollten einfach nur da hingehen und das einfach filmen. Warum abends? Naja, wir hatten ein Licht dabei und wir hatten noch keine Zeit, weil ich habe ihnen gesagt, den See, der ist gut zu filmen am Tag. Nachts scheiße, deswegen nachts kann man auf die Burg, auf die Ruine gehen, haben wir noch Lichter dabei, dann ist ein gruseliger Effekt und ja, deswegen. So und so muss man entscheiden. Deswegen habe ich dafür einfach für das Ding genommen. Aber die Kirchenruine ist sehr schön, der Turm ist auch cool mit Aussicht und tolle Aussicht, ja. Muss weiter los, ciao, auf Wiedersehen. So Leute, PS, jetzt kommen die verpassten Szenen, jetzt können alle sehen, was hinter Kulissen war, wie ich es bearbeitet habe und sowas. Wollt ihr bestimmt sehen, ne? Das, was ich wegschneiden musste. Imp, das war die Halterung, die ich heute benutzt habe. Die habe ich dann hier festgemacht. So. Ich habe sie so festgemacht. Und es hat dann hier gewackelt, Alter. Ja, so habe ich es festgemacht, dann ist es gewackelt. So fun. Das war immer Haltung, möchte ich ausprobieren mal. Ah, die habe ich länger, aber das so ausbenutzt. Und wie gesagt, das ist mein WT40. Nur meistens Kofferraum drin habe ich meist dabei. Nicht war ich da, weil nach 8 Stunden gehst du raus im Auto nach der Arbeit. Da fängst du jetzt zum Fließen an. Ja, sieht alles okay. Wir sind hier, da drüben ist eigentlich die Autobahn A7. Und hier ist wirklich Nebel. Ist einfach Weinberger. Ich suche immer einen schönen Drehort und das war mein Drehort heute. Jetzt könnt ihr alle verpasst 10er sehen oder weggestimmt habe, wie das nennt. Das mache ich auch extra für euch noch dazu. Verpasstes oder verpasste Szenen, Drehpannen, weggeschnittene Szenen oder hinter Kulissen. Oh, Justus, da war er. Das da ist der Kahlriemen. Das sind die Nebenaggregate wie Lichtmaschine, Klimaanlage oder wie heißt das nochmal, Servolenkung, angetrieben werden. Und das ist so die Spannrollen, die spannen das Ding. Nur wenn so ein Zahnriemen, ne, so ein Kahlriemen, der Zahnriemen hat er nicht, so eine Steuerkette ist, so ein Kahlriemen, wenn dieser Kahlriemen, was ist dieser Kahl, warte. Nein! So, das Handy gleich immer runterschmeißen. Und das Ding halt auch. Mit dem Steuer.
alles funktioniert. So. Haltung funktioniert besser als Lenkradhaltung.